Ich bin's, der Atta, und ja, ich dachte mir, ja, mal wieder ein Fehler in der Aufnahme. Das ist so zum Kotzen. Naja, gut, hab nicht wirklich viel gemacht, bin nur von der Polizei weggelaufen. Okay, wir müssen jetzt Vito finden. Und mal schauen. Was los ist hier? Irgendwas gehört, wie es da drinnen so läuft? Na wie schon. Vito muss seine Niederlage ein. Ich suche mir eine Deckung. Der Kleine gehört mir. Nee, 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 nee. Wohl doch. Warum denn nicht? Schießen die auf mich? Ja, wie der Frau sah auch nicht aus. Okay, haben wir das auch? Ich suche mir Deckung. Zeit zu sterben. Zu spät, um abzuhauen, Junge. Überraschung, das Gesicht. Ich verfehle jetzt. Jetzt ist der Hurensohn dran. Zeit zu sterben. Wo ist er? Den habe ich nicht gesehen. Oh nein! Ich bin drauf geachtet. Ich weiß nicht, wo er das letzte Mal gespeichert hat. Das war gerade richtig dumm. Nötig ist, um dich zu finden, Junge. Was hat der Krat? Heilige Scheiße! Ich gehe in Deckung! Was zum... Schnappt ihn! Ich schneide ein Grinsen in dein blödes Gesicht. Okay. Echt?
Schnappt euch diesen dämlichen Hurensohn. Wieder einer weniger. Hier ist jemand. Wer ist mit dem Gegner? Ich bin aus dem Haus. Mit meiner Nähe wird sich niemand richtig sicher. Also bleibt einfach. So. Der geht nicht auf, okay. Da, mach diesen Sack. Okay, wir holen uns hier noch den Koffer. Warum liegen überall tote Leichen? Jetzt wird's spannend. 21 Schuss plus 7. Reicht es oder reicht es nicht? Komm, 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 komm. Wir schauen, was da hinten noch ist. Kontrolle ist. Mein morgens ist härter als ihr drei zusammen, auch gut. Danny, Nero, seid ihr das? Greco, du dämlicher Wichser, ich wusste, meine Jungs würden kommen. Ich bin wohl gerade rechtzeitig gekommen, was, Vito? Lincoln. Wie ist das möglich? Du bist doch tot. Die Kugel hat mich nicht geschafft. Das Ding wurde abgelenkt. Verdammt Glück gehabt. Man sollte nie auf die Stirn schießen. Der Schädel ist härter, als man denkt. Komm, wir haben was zu besprechen. Als ich hörte, was passiert war, wollte ich sofort meinen Anteil von Marcano. Ich dachte, wenn er euch aufs Kreuz gelegt hat, bin ich der Nächste. Lass mich raten, da kam nicht viel. Er wollte, dass sich die Wogen erst glätten. Er hatte Angst, es erregt Aufsehen, wenn ich rumrenne und Geld raushauen. Als wäre ich so ein scheiß Amateur, der noch nie ein dickes Ding gedreht hat. Die Kohle, die ich in den Überfall gesteckt habe, war alles, was ich hatte. Es reichte nicht mal zum Abhauen. Darum bin ich noch hier. Wegen der Kommission konnte er mich nicht einfach umlegen, also habe ich ihn bis aufs Blut gereizt. Ich wollte ihn so lange provozieren, bis er es doch probiert. Ich habe gehört, sein Neffe sollte sich deiner annehmen. Der Junge heißt Michael Greco. Angeheiratet, nicht blutsverwandt. Der hat sich aber gründlich umgesehen. Ja. Wohl neugierig, was bei mir noch alles läuft. Lass ich ja bestimmt alles im Büro rumliegen. Na, das brauchst du nicht machen. Hör mal. Danke, dass du mich aus dem Kühlraum geholt hast, aber was tust du hier? Marcano wird dafür büßen, was er getan hat. Der Kerl ist fällig. Er, seine Brüder, seine Lieutenants, alle von ihm. Und dafür brauche ich deine Hilfe. Naja,
hat mir so ziemlich alles abgeknöpft. Das siehst du ja selbst. Ja, das ist vorübergehend. Ich hole mir River Row von Greco zurück, dann kommt wieder Geld rein und alles sieht ganz anders aus. Dann sind wir jetzt Partner? Solange du alles machst, was ich sage und mir alles gibst, was ich brauche. Ja. Also adieu, Marcano. Hallo, Lincoln Clay. Entweder das oder mehr davon. Und nächstes Mal bin ich vielleicht nicht da, um deinen Arsch aus dem Kühlschrank zu zerren. Wenn einer die Ratte umlegt, bin ich es. Bring du mir Greco. Und ich bin dabei. Womit macht er sein Geld? Mit der Gewerkschaft der Hafenarbeiter und einem Lagerhaus. Da gibt's eine Menge wertvolles Zeug. Wenn du ihm die zwei nimmst, ist's vorbei mit Greco. Ein paar von meinen Jungs führen Buch über ihn, die können dir sicher helfen. Alles klar. Wir sind jetzt Partner abgeschlossen, sehr schön. So, wir müssen die Consigliera. Du kannst die Consigliera anrufen, damit sie dein Geld abholt und aufbewahrt. Du verlierst das nicht, wenn du getötet wirst. Sobald du in Consigliera verbessert hast, sammelt sie auch deinen verfügten Kickback ein, wenn du sie anrufst. Okay. Sehr gut. Kann man hier mal die toten Leichen hier wegräumen? Wo kommen wir denn hier hin? Das habe ich mal eine Idee. Yeah. Hallo Bella. Ah, nee. Was da vorne schwimmt. Wie macht das Krokodil Schnapp? Krokodil Schnapp. Haustierfütterung. Yam, yam. So, wir wollen mal hier nochmal rein. Aber mal schauen. Ob hier noch was liegt, so heftmäßig, geldmäßig oder keine Ahnung. Kann ja sagen, dass hier noch eine Zeitschrift liegt, Porno oder so. Playboy meine ich nicht. Oh. Sieht aber nicht so aus. Schade. Wir können es hier umziehen. Ah, siehst du? Ha, ha, ha. Bin so hübsch im Kopf. Schauen wir uns noch mal hier um. Auf jeden Fall vielleicht noch was liegt. Sieht aber nicht so aus. Naja, ich meine, das sind solche Sachen, die ich außerhalb der Aufnahme machen kann. Finde ich. Wir werden das Auto wechseln. Ist das eine Art Cadillac, ne? Oder sowas? Keine Ahnung. So, da können wir hin. So, dann wollen wir mal. Warte, muss das schauen. Gut. Du machst dir zu viele Sorgen. Vito sagt, man kann sich auf dich verlassen. Vito hat gesagt, du erwartest mich. Hast dir lang genug Zeit gelassen. Ich bin Jorge Blanchard. Vito behauptet, du kannst diesen Schlamassel richten und beschafft uns Arbeit an unsere Jobs wieder. Vielleicht. Kommt auf deine Infos an. Hab früher an Vitos Mann Andy Toretto abgedrückt, um Gewerkschaftsarbeit zu kriegen.
Aber jetzt lässt dieser Idiot von Greco Andy höhere Beiträge aus allen rausquetschen. Wenn du nicht zahlst, kriegst du keine Arbeitsgenehmigung. Die arme Sau muss sogar Grecos großmäulige Kumpel zum Abkassieren einsetzen. Dieser Greco scheint ein richtiger Scheißtyp zu sein. Du hast ja keine Ahnung. Obendrein muss Andy die Genehmigungen unter Verschluss halten. Wenn damit irgendwas passiert, das kann ich dir sagen, dann wird hier gar nicht mehr gearbeitet. Mal sehen, was ich aus Tourettos Leuten rauskriege. Tourette hat den Laden fest im Griff, aber du solltest in der Lage sein, ein paar seiner Jungs auszuquetschen. Okay. Da oben. Hier. Okay, das heißt, wir gehen als erstes da oben hin. Warte mal, was steht hier noch? Verzeihen Sie, bitte. Ich habe noch nichts gemacht. Hetz mich nicht. Wir machen das nicht mit Auto, wir laufen da zu Fuß hin. Einfach, weil wir es können. Wir hätten auch mit Auto fahren können. Wäre vielleicht die Folge besser gewesen. Aber. Dieser elende Sockvater hat es für uns alle versagt. Komm. Ah, ein bisschen Action. Hier herrscht ein scheiß Chaos. Schickt alle her. Ich hab ihn entdeckt. Oh, komm, Cocktail. Heilige Scheiße. Molotow. Okay. Ja. Ich gehe in Deckung. Der kleine. Ich weiß doch, dass du nicht hierher gehörst. An alle Einheiten. Hä? Nach Verdächtigem wird eingestellt. Ich wiederhole. Wir haben 2.500 gehabt. Das war gerade ein bisschen komisch. Warum kommt die Polizei und sagen, ein männlicher Schwarzer? Die haben auf mich geschossen. Na gut. Da kommt man nicht hoch. Ja nicht. 1.300 sind verloren. Ah, guck mal, wie viele Leute. Uiuiui. Einmal in einer Folge, in einer Aufnahmesession gestorben. Ist nicht gut. Ein schönes Geld. Dr. Reto. Sieht aus wie ein Haufen Scheiße, ist aber ein Ehemann. Wir sind alle schon. Okay.
Nehmen wir das da vorne noch mit. Ups. Das ist ein Auto, das mir gefällt. Aber die Farbe nicht. Okay. Wenn der in Blau oder so wäre, das wäre schon geil. Muss mal einen suchen. Müssen wir uns mal verpieseln. Wir gehen hier wieder rein. Aber, liebe Freunde, das machen wir in der nächsten Folge. Ich werde an dieser Stelle erstmal einen Cut setzen. Bedanke mich fürs Zuschauen und mal schauen, was in der nächsten Folge alles passiert. Ciao, ciao.